ihr ganz einfach und effektiv einen nachhaltig aktiven Bodengrundaufbau für ein Aquascape gestaltet und was ihr hierbei unbedingt im Vorfeld beachten solltet. Dies und mehr jetzt in diesem Video. Also, schaut's euch an. Mein Name ist immer noch Eike und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier zu diesem neuen Video auf eurem Aquascaping-Kanal eMotion in Aqua. Und in diesem Video wollen wir uns also einmal am Beispiel meines 180-Liter-Scapes, dem 90P hier, das Thema effektiver Bodengrundaufbau für ein Aquascape anschauen. So wie ich den Bodengrundaufbau hier gestalte, funktioniert es für mich und meine Scapes bereits seit wirklich Jahren hinweg sehr, sehr gut und vor allem natürlich auch für Becken, die mal länger als nur ein paar Monate stehen sollen und einem letztlich jahrelang Freude mit einem tollen Pflanzenwachstum und einem letztlich gut durchfluteten Bodengrund bereiten. Das Layout hier ist übrigens ein meiner Meinung nach mega hübsch gestaltetes Nature Style Layout vom Stefan von Liquid Nature, inspiriert und gescaped, sowie von mir nur noch leicht ergänzt und größtenteils aber letztlich so übernommen worden. Das Video hierzu gibt es jetzt auch nochmals rechts oben im Eck. Das Layout soll ein ausdrucksstarkes, schön üppig bepflanztes Aquascape darstellen, welches voraussichtlich einen doch schon noch längeren Zeitraum so bepflanzt stehen und nachhaltig gut funktionieren soll. Beim Bodengrundaufbau möchte ich insbesondere deshalb sicherstellen, dass die Pflanzen bereits von Anfang an und möglichst langfristig viele Nährstoffe zur Verfügung stehen haben und dass der Bodengrund natürlich auch noch nach längerer Zeit weiterhin schön durchflutet bleibt. Als unterste Schicht, quasi gleich zu Beginn, gebe ich wie immer diverse Bodengrundzusätze, ja, als unterste Schicht quasi direkt auf die Glasscheibe des Aquariums. Diese Bodengrundzusätze sind, wie ich immer wieder auch betone, keineswegs zwingend, aber sie tragen natürlich mit den in ihnen enthaltenen Substanzen und den nützlichen Bakterien irgendwie ja, weitaus schneller zu einem funktionierenden und letztlich gut laufenden Ökosystem bei, als wenn sich die in ihnen enthaltenen Stoffe und die nützlichen Bakterien erst nach und nach von selbst in eurem Bodengrund ansiedeln und entwickeln müssten. Der Ground Powder hier gilt dabei als eine Art Hochleistungsnährbodenzusatzsubstrat und steigert direkt vom Beginn an die Bodenfruchtbarkeit, was sich wiederum natürlich positiv auf euer Pflanzenwachstum auswirkt. Wie bei allen Bodengrundzusätzen wird er dabei als erste unterste Schicht mit auf das Glas gegeben und dort möglichst großflächig und gleichmäßig verteilt. Der pulverige und leicht verteilbare Bodengrundzusatz besteht dabei aus einer Mischung aus Naturgesteinsmehlen, Tonmineralien, Huminstoffen und Pflanzenkohle. Er weist dabei einen besonders hohen natürlichen Gehalt an Mineralien, Spurenelementen und Makronährstoffen auf und enthält zugesetzte nützliche Bakterien, die allesamt allerdings erst beim Wasserkontakt aktivieren und unterstützen dann in ihrer Gesamtheit die biologischen Prozesse im Bodengrund und letztlich natürlich auch im gesamten Aquarium. Zusätzlich nutze ich dann noch persönlich bereits seit Jahren nicht nur als nützliches Additiv nach meinen wöchentlichen Wasserwechseln das Bacta AE, welches zusätzlich Mikroorganismen, Aminosäuren und Enzyme enthält und grundsätzlich die Entstehung des wichtigen Biofilms im Aquarium fördert. Und ebenfalls optional und ergänzend nicht nur nach den wöchentlichen Wasserwechseln, sondern ja auch direkt zu Beginn als nützlicher Bodengrundzusatz gebe ich immer noch gerne eine Schicht Mironicuton, ein natürliches Mineralienpulver ohne weitere irgendwelche chemischen oder sonstigen Zusätze hinzu, welche auch dann die Mikrobiologie in dem Aquarium fördern und ja für langfristig stabile Wasserwerte sorgen. Also das Mironicuton fördert quasi mit seinen Eigenschaften gleich vom Beginn an die Entwicklung wichtiger Mikroorganismen im Filter und dem Bodengrund und im weiteren Verlauf dann stellt Mironicuton durch die konstante Mineralabgabe auch immer so eine Grundmineralversorgung eurer Bewohner und nützlichen Helferlein im Aquarium sicher. Auf diese optionalen, aber meiner Ansicht nach nicht zu unterschätzenden Bodengrundzusätze kommt dann im vorderen Bereich, welche direkt an die Frontscheibe angrenzt, eine erste dünne Schicht des Soil-Bodengrundes. Hier der Environment Soil von Glasgarten, also letztlich nährstoffreiche gebrannte Erden, welche die Wurzeln des später verwendeten Bodendeckers gleich vom Beginn an mit wichtigen Nährstoffen versorgt. Soilböden sind letztlich gebrannte und sterilisierte Erden, die speziell
für die Verwendung in Aquaren entwickelt worden sind. Dieser Säulboden senkt dabei dann und er stabilisiert auf natürliche Weise noch euren pH-Wert und die Wasserhärte. Je nach Ausgangswasser wird er dabei so auf 5,5 bis 6,5 gepuffert und schafft somit förmlich optimale Bedingungen für Pflanzen und Tiere, die sich tendenziell in weicherem Wasser wohlfühlen. Im angrenzenden mittleren und hinteren Bereich des Beckens nutze ich dort, wo der Bodengrund eine gewisse Höhe erhalten soll, ganz normales kleines Vulkangestein oder Lavamulch. Hier den von Greenscaping und der bietet nicht nur einen schönen stabilen Unterbau für eure späteren Aufbauten, sondern er sorgt mit seiner mega porösen Struktur dafür, dass egal wie hoch ihr den späteren Bodengrund auch aufbaut, eine konstante Wasserzirkulation im Boden erhalten bleibt und somit natürlich auch der Fäulnis aufgrund einer fehlenden Durchflutung des Bodens vorbeugt. Und anders als wenn ihr jetzt direkt eine hohe Schicht quasi Soil reingeben würdet, ist das einfach eine grobe, schöne Struktur, die dazu natürlich auch beiträgt, dass der Bodengrund auch später noch immer weiter durchflutet wird, was letztlich natürlich sämtliche nützliche aeroben Filterbakterien, die sich dort nämlich gern ansiedeln, ja, was für die essentiell wichtig ist. Beim Soilboden starte ich immer erst mit dem groben, mit dem normalen Säulboden und anschließend als ja oberste abschließende Schicht nutze ich dann noch ganz gern diesen feinen Powder-Säul, welcher dann nochmal mit seinen kleineren Kügelchen den Bodengrund nach oben hin ja etwas so quasi verschließt, optisch als auch physikalisch. Ja. Zusammen senken und stabilisieren sie dann wie gesagt euren pH-Wert auf natürliche Weise und puffern das Ganze. Der Environment-Säulboden hier von Glasgarten enthält übrigens noch Fulvosäuren für einen optimierten Start eures Aquascapes in dem Sinne, dass die Pflanzen direkt und von Anfang an die richtigen und wichtigsten Nährstoffe erhalten. Anschließend kommt dann noch eine Art Deckschicht in Form der obersten Schicht mit dem Powder-Soil drauf und diese gibt dann eurem späteren Pflanzenwurzeln quasi nochmal besseren Halt. Gerade bei den kleinen Bodendeckerwurzeln ist das dann doch ganz gut, wenn ihr kleinere Soilkügelchen habt und ja, er dichtet förmlich als Füllung quasi den Bodengrund von oben so ein bisschen ab, sodass auch einfach weniger schnell irgendwelche tierischen Exkremente oder Futterreste oder whatever da in den Bodengrund eindringen können. Es versiegelt somit quasi euren Bodengrund, ohne aber, dass er dabei zu sehr geschlossen wäre, als dass nichts mehr in ihm zirkulieren könnte. Und der Powder-Soil gibt dem Ganzen dann einfach diesen optischen schönen Abschluss. Soweit so gut zum Bodengrundaufbau. Was ihr jetzt aus diesem Video auf jeden Fall unbedingt mitnehmen solltet, bei höheren Aufbauten ab quasi einigen Zentimetern, 5 bis 10 Zentimetern, solltet ihr unbedingt noch solch porösen Lavabruch unter dem sich ansonsten nämlich zu stark verdichtenden Säulboden geben. Und wenn ihr schneller zu einem ausgewogenen und letztlich ja effektiv funktionierenden Ökosystem mit den vielen verschiedenen nützlichen Filterbakterien im Bodengrund gelangen wollt, solltet ihr definitiv euch auch mit diesen verschiedenen Bodengrundzusätzen einmal in diesem Video hier bzw. auch unten in der Videobeschreibung nochmals verlinkt weiter auseinandersetzen. Weiterführende und ergänzende Infos und Links zu all den von mir hier verwendeten essentiellen und optionalen Produkten zur effektiven Gestaltung eures Bodengrunds habe ich euch auch nochmals unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei.